und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Nach den letzten zwei stressigen Folgen für mich ist heute mal einfach stupides Tiefenlockern angesagt. Aber ich weiß auch nicht, was los ist. Irgendwie läuft er nicht mehr so rund hier. Oder es liegt einfach am Geläuf hier, das heißt am unebenen Acker. Naja, machen wir das Beste draus. So, ich werde tatsächlich gucken, was ich gestern gesagt habe. Ich darf 2 Wochen keine Genossenschaft anmelden. So ein Schwachsinn. Ich könnte auch einfach sagen, Diesel, melde die Genossenschaft an. Ich kann ja auch irgendjemand anderes anmelden. Das ist mir doch wurscht. Die suchen gerade extra Gründe, dass sie mir ans Bein pinkeln können. Aber was soll's. Wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. So. Das wird nämlich hier noch eine ganze Weile dauern. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, was die nächsten Schritte sind. Entweder wir gründen tatsächlich nur eine Art Verein, den GAV, Grünfelder Agrarverein, wer weiß. Ja, das wäre eine Idee. Oder wir machen halt die Genossenschaft komplett durch. Muss ich mal gucken. Klingelingeling, klingelingeling. Jo. Ja, wo bist denn du? Ich mache gerade den Antrag fertig. Ja, lass den Antrag sein jetzt mal. Er ist fertig. Ich bin gleich am Busfahren. Okay. Ja, weil der Neumann pinkelt mir ans Bein. Ich darf die nächsten 2 Wochen da keinen Antrag stellen. Okay. Ja, das heißt, entweder müssten einer von euch stellen. Oder aber... Ich bin jetzt fertig. Ja, wie gesagt, entweder müssten einer von euch stellen, weil mir ist das 2 Wochen lang untersagt. Oder aber wir pinkeln ihm noch mehr ans Bein. Also wir pinkeln denen ans Bein und sagen, wir machen keine Agrargenossenschaft, sondern wir gründen einen Verein. Weil ein Verein darf ja offiziell kein Geld verdienen in dem Sinne und wir verdienen ja auch kein Geld. Ja. Wir arbeiten ja, also jeder Hof ist ja trotzdem selbstständig. Das ist ja die Geschichte. Ja. Deshalb weiß ich nicht, was er da eigentlich mit erreichen will. Mhm. Okay. Dann muss ich nochmal mit Vin sprechen, dass der vielleicht den Antrag stellt. Ja. Entweder er oder du. Ja. Wenn er von uns den Antrag stellt. Also so weit ist er fertig. Ja. Ja, dann unterschreiben wir den gleich alle und dann ist es durch. Ja. Okay. Gut. Dann. Vierfache Ausfertigung, gell? Ja. Gut.
Okay, dann bis demnächst. Ich hoffe mal, du beeilst dich. Jo. Gut, Ich bis denn. brauche nur noch eine Palette, dann bin ich durch. Wie viele Paletten hast denn du? Jetzt 11. Okay, hast du Und den. morgen schon fast 12. Also den Schäfer schon gekauft? Den Weber. Nein, will ich ja jetzt, sobald ich es verkaufe, dann habe ich das Geld. Und 1000 haben wir gerade noch die noch abgeknöpft. Was sagt denn Einer. Der? Weil angeblich Steuerhinterziehung war und dann haben sie gesagt, wir halten die Klappe und alles, bla bla, wenn ich 1000 Euro zahle. Wer? Ja, die Polizei und so. Steuerhinterziehung wegen was? Ja, zuerst kam bei Wynn Steuerhinterziehung angebliche. Und jetzt sind sie gerade hier oben gewesen, dass ich eine Strafe jetzt zahlen muss, weil angeblich du uns die ganze Zeit bezahlst. Keine Ahnung, wie die das, woher die das wissen. Keine Ahnung. Ja, habe ich ja auch nicht. Ich habe einmal, hast du die 1000 Euro, die ich dir einmal gezahlt habe, hast du die als angegeben, als in der Steuer? Ja. Aber Okay. die habe ich sozusagen nicht als dass du mir das überwiesen hast, sondern dass ich das an Verkauf eingenommen habe. Das heißt, darauf hast du 100 Euro Steuern gezahlt. Ja. Oder 90 Euro. Ja. Ne, 100, ja. Aber halt wegen der Strafe, weil du mir das bezahlt hast. Hast du das zugegeben? Nein. Okay, und was haben sie dann gesagt? Du musst nur 1000 zahlen, damit sie die Klappe. Ich will sofort als Strafe 1000er zahlen, dann lass mich sofort. Und Dann das habe lassen ich sie dann. dich. Mahlzeit. Warte mal. Ah, jetzt ist der Funk Was an hier. macht der Jürgen jetzt bei mir am Hof? So lädt er jetzt hier oben einen. Erklär das mal. Okay, bis dann mal. Tschüss. Ciao. Was willst denn du jetzt hier? Wir waren gerade am Ich? Telefonieren. Ach so. Er ist doof. Ja, ich sehe gerade, dass sie. Boah, jetzt kommt nicht schon wieder die Kasper. Lass es doch. Vielleicht haben Könnte sie mir die jetzt. Füße küssen. Vielleicht haben sie jetzt ausgeschlafen. Aber zahl kein Geld. Die waren gerade beim Stefan und haben dem 1000 Euro abgenommen. Was? Ja. Ja, ich kann sowieso nichts zahlen, weil ich stehe durch die Polizei. Nee, durch die Betriebskosten der Gebäude und Fahrzeuge stehe ich schon 8000 in der Miese. Oh, okay. Jo. Schlecht. Naja, ja, egal, ich hole das sowieso wieder rein durch die Zwiebeln. Ja, okay. Gut. Und dann arbeite mal schön. Das mache ich auch. Tschö. Ciao. Gosh, ey. Tiefenlockern macht müde. Tiefenlockern ist immer das Gleiche. Was sind die? Da ist doch gar keiner. Ich höre irgendwas. Ah, da. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Waren die hier Lärmbelästigung? Sind die? Wo sind die denn jetzt? Sind die weggefahren? Ich sehe da kein Auto stehen.
Guck nochmal, aber ich habe da eigentlich gerade tatsächlich nichts gesehen. Der hat irgendwie gewendet und ist weggefahren. So, ich muss mal gleich. Volker. Ja. Ey, die Polizei dreht ja jetzt komplett am Rad, oder? Warum? Ja, die haben den Blaubeeren einen Auftrag gegeben, alle Fahrzeuge bei Müller zu finden. Wegen was denn? Und was hat die Polizei damit zu tun? Ja, die Polizei hat den Blaubeeren einen Auftrag gegeben. Mir haben sie auch gesagt, ich müsste 1000 Euro wegen dem Gehalt zahlen. Ich so, ich werde nichts zahlen. Ja gut, dann werden wir uns demnächst wiedersehen. Ist ja und? Das meint ihr, das juckt mich? Damit hast du zugegeben, dass du Geld gekriegt hast. Ich habe nur gesagt, dass ich nichts zahlen werde. Ja, das hoffe ich mal, dass die keinen Mitschnitt gemacht haben. Hoffe ich auch. Aber wie gesagt, das ist doch eine Unverschämtheit vom Stefan, beim Stefan, oder? Ja, aber mit welcher Begründung denn? Und wer hat den Auftrag genau gegeben? Das hat der Stefan mir jetzt nicht gesagt, der hat nur gesagt. Ah ne, der Neumi hat dir einen Auftrag gegeben. Den Blaubeeren. Ja, und mit welcher Begründung? Was weiß ich? Musst du den Stefan fragen? Okay, ich telefoniere mal kurz. Ja. Klingelingeling. Ja. Jo, du, mit welcher Begründung ist denn das jetzt bei dir am Gehen? Keine Ahnung, ich hab jetzt. Du musst doch nachfragen, wieso? Wollte ich ja. Danach hat er komischerweise ganz schnell aufladen wird er sein komischen Fahrzeug und ist direkt vom Hof runter. Wer? Jetzt ist die Polizei gerade auf dem Weg nach hier oben. Und das alles zu regeln. Ja, die sollen mal das ankündigen, weshalb sie das pfänden wollen. Weil, wann hast du das letzte Mal Kredit bezahlt? Letzte Woche. Ja, wie viel? 19. Ja. Ja, ist das deine Rate? Ja. Ja, also, dann gibt's ja gar keinen Pfändungsgrund. Die sagen, du musst 1000 Euro Strafe zahlen, du bezahlst die Strafe, obwohl du darauf Steuern bezahlt hast. Gibt's auch keinen Grund. Hättest gar nicht zahlen müssen. Ja, du hast dein Einkommen versteuert. Keine Steuerhinterziehung. Lass dich da nicht übers Ohr hauen. Aber was die gerade, was bei denen los ist, verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, jetzt stehen die hier gerade vorm Tor. Ich habe extra gerade meine Tore verschlossen. Stehen die davor und tu gerade Paletten irgendwo anders reinladen. Was machen die? Ja, die tun ja gerade in Bernins Bäckerei, tun die gerade Paletten reinladen. Paletten? Na? Was haben die denn mit Bäckerei zu tun? Jetzt hier meinst du, die haben gerade eine Palette abgeladen, jetzt fahren die wieder. Ja, warte mal. Ah. Nee. Was? Hä? Hallo? Ja. Was ist los? Hab mich auch sehr verdrückt. Hä? Hab ich verdrückt. Ich bin da erstmal wieder weg. Ja, nee, ich will wissen, was bei dir da abgeht. Der hat gerade hier die Palette über mich drüber und weggehoben, um die woanders abzustellen. Ja, aber was für eine Palette? Eine ganz normale Europaletten. Also Leerpaletten? Ja. Ja, aber das heißt, die sind gar nicht bei dir, sondern bei der Bärbel, oder was? Ja, aber zuerst war er bei mir auf dem Hof. Der Jürgen? Ja. Vielleicht hat er sich verfahren, der Held. Okay. Ja, nee. Ich rufe dich nachher nochmal zurück. Ja, gut, bis denn mal. Ja, ciao. Ciao. Oh, mein Gott, ey. Das nimmt mir ja Ausmaße an, da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, was man tun soll. Vor allem habe ich das Gefühl, dass die Polizei gerade ein bisschen zu parteiisch ist. Dass sie nicht objektiv handelt.
Und der Gemeinderat irgendwie genauso. Beziehungsweise der Neumann ist sich gerade seiner Rolle nicht mehr ganz bewusst. So, von wegen, ist er jetzt Gemeinderat? Ist er Landhandelbetreiber oder ist er Zoll- und Steuerfahndung? Ach Gott. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich weiß es noch nicht. Naja, ich würde mir irgendwas überlegen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.